Vor ein paar Tagen waren Thunder Mother bei uns in der Stadt. Und wie das Konzert so war und was wir sonst noch über die Band bei uns im Archiv gefunden haben, das schauen wir uns jetzt gleich an. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Film interessieren, gerne ein Abo da lassen, es gibt immer viel zu entdecken bei uns. Ja, vor einigen Tagen war Thunder Mother bei uns in der Stadt. Wir konnten die Band mal live sehen. Und wie das Konzert so war, das möchte ich euch gerne jetzt erzählen. Ich habe auch noch ein paar kleine Ausschnitte mitgebracht und wir haben natürlich im Archiv nachgeschaut, ob wir noch etwas finden über die Band. Zum Beispiel einige Schallplatten. Ja, die Band war ja nicht alleine auf Tour, es gab noch eine Vorband. Die Vorband hieß Troll Circus. Das sind 5 Mädels, die sogar aus Bayern kommen. Und die Band hat mich wirklich positiv überrascht. Es gab 2 Coverversionen zu hören, und zwar Bad Reputation von Joan Jett und She's Got Balls von AC/DC. Und ansonsten haben sie nur eigene Songs gesungen. Das war echt klasse. Die haben auch wirklich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Man konnte mit den Mädels nach dem Konzert noch vor der Halle sprechen. Das macht doch immer einen guten Eindruck. Ja, und dann kam Thunder Mother auf die Bühne. Und war natürlich toll, ganz klar. Was soll es auch sonst sein? Ich habe euch hier noch einige Ausschnitte mitgebracht. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was wir über die Band so im Archiv gefunden haben. Los geht es mit dieser Vinyl-LP. Die Platte heißt Road Fever. Das Cover sagt eigentlich schon alles aus. Richtig tolle Musik im Stil von AC/DC. Aber natürlich ist die Band weiblich. Hier sind die Songs zu sehen. Dann geht's weiter mit der nächsten Platte, Rock'n'Roll Disaster. Auch eine klasse LP. Die Band hat ja mittlerweile einige Umbesetzungen durchgemacht. Momentan sind sie nur zu viert. Und hier die Tracklist. Dann eine weitere Platte, einfach betitelt als Thunder Mother. Auch ein tolles Cover. Und hier die Band live auf der Bühne zu sehen. Und dann kommen wir schon zur nächsten Platte. Und hier die Tracklist. Und dann kommen wir zur Heatwave Deluxe Edition. Hier handelt es sich um eine Doppel-LP. Tolles Cover. Und hier die Tracklist. Und wie gesagt, es sind 2 LPs. Das Zimmer im Hintergrund sieht ja wirklich klasse aus. Und dann kommen wir zur neuesten Platte. Die Tour hieß übrigens auch Black and Gold und die LP heißt auch Black and Gold. Wieder ein absolut geiles Cover. Und
Und hier ist die Band zu sehen. Hier gibt es noch die Tracklist. So, das war's schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr mal Gelegenheit habt, die Band live zu sehen, unbedingt ansehen, da kann man wirklich nichts falsch machen. War wirklich ein toller Abend. So, macht's gut und bis bald.